Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Someday You'll Return. Ja, für uns geht es jetzt weiter Richtung Lucky Leaf Sommerlager. Das ist unser Ziel. Wir sind gestartet beim Ubuku Bunker. Da drüben waren wir, haben sogar... Hallo? Ging das denn? Nein! Ich dachte, wir können hier ein Bild anzeigen lassen. Hilfe! Das geht nicht. Scheiße, na gut, dann geht's halt nicht, auch wurscht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt gerade da oben beim Kloster St. Clement, das ist unser derzeitiges Ziel. Und wir wollen Richtung Lucky Leaf Sommerlager, das heißt, wir müssen diesmal dem gelben Pfad folgen. Ging das nicht, dass wir uns hier ein Bild anzeigen lassen, wenn wir hier beim Ubuku Bunker sind beispielsweise? Oder ist das schon das hier? Ich weiß es gar nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ist ja auch wurscht. Wir haben das Kloster kennengelernt, da waren wir in der letzten Folge, beziehungsweise sind immer noch hier. Und es sieht wirklich atemberaubend schön aus. Das ist wunderschön alles gestaltet. Also grafisch ist das definitiv ein Abenteuer hier. Das freut mich immer mehr, wenn man hier ein bisschen weiter in den Wald hineinkommt, denn das sieht in dem herbstlichen Setting vor allem wirklich wunderschön aus. Rein kommen wir da dann nicht in das Kloster, da ist die Tür nämlich zugesperrt, da kommt keiner rein, vielleicht auch deswegen, weil hier immer mal wieder ein paar okkulte Dinge abgehen, die möglicherweise von ein paar Jugendlichen hier nachts getan werden. Vielleicht haben sie deswegen abgeschlossen, damit da drin nicht alles zerstört wird oder sowas. Wir müssen uns auch in Acht nehmen vor dieser Spinne hier, vor Eresus Moravicus. Die ist nämlich hochgiftig, aber summa summarum sieht es hier wirklich wunderschön aus. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Ja, und ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter, zumindest mal hier rüber, gucken mal, was wir hier so finden. Anscheinend kann da eine Messe stattfinden da draußen. Ich weiß nicht, ob da heutzutage noch Messen stattfinden, aber früher definitiv. Manche Bänke sind schon kaputt, da ist das Holz schon zerbrochen. Ist auch jetzt nur eine Standardbank, zwei so Holzstämme und da drüben ein Holzbrett draufgelegt, damit man sitzen kann. Und das war's im Großen und Ganzen. Aber sieht schon cool aus. Und da vorne kann der Pfarrer stehen. Clock? Hört man tatsächlich. Hörst du das? Ganz leise im Hintergrund hört man eine Glocke, eine Uhr. Aber lustigerweise auch nur dort drüben. Hier nehme ich nicht mehr. Da sind wir gerade. Kloster St. Clement. Ach, da haben wir die Bilder, guck mal. Da können wir die Bilder anzeigen lassen. Das heißt, okay, nur ab hier können wir die Bilder anzeigen lassen, wenn wir uns direkt hier in der großen Karte befinden. Aber ansonsten leider nicht. Na gut, auch okay. Hab ja gewusst, irgendwoher können wir die Bilder an... Hallo? Oh Gott. Okay, ich glaube, das ist gerade ein Bug. Oh Gott. Ich glaube, da ist gerade ein bisschen ein Bug passiert. Guck mal. Ich kann mich nämlich so jetzt nicht umschauen. Ich habe hier den Mauszeiger und das sollte definitiv nicht der Fall sein. Ich muss jetzt hier immer gedrückt halten, damit ich mich umsehe. Okay, wir warten mal auf den nächsten Speicherpunkt. Dann gehen wir kurz ins Hauptmenü, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, dass wir das Spiel nochmal neu laden. Denn das gehört definitiv nicht so. Na gut, Freunde, wir holen uns noch mal ganz kurz das Sammelobjekt, das wir hier hinten finden können, nämlich an dem Baum vorbei. Und da hinten sieht man auch schon das nächste Papierchen von dem nächsten Bonbon. Irgendjemand hat doch hier mal wieder Bonbons gegessen und das Papierchen hier zurücklassen. Das nehmen wir uns natürlich gleich mal mit, ganz klar. Und was haben wir hier? Springen. Wollte ich das? Okay, jetzt sind wir wieder da unten. Ah, guck mal, jetzt funktioniert es wieder. Okay, haben wir auf die Karte gegangen und jetzt funktioniert es wieder. Okay, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz nach oben klettern. Gehen. Ich wollte eigentlich gar nicht runterspringen, aber das war cool. Der hat's ja doch noch drauf, der sportliche Mann hier. Super duper. Nice. Na gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das Kloster lassen wir hinter uns. Dieses malerische Kloster, diese malerische Aussicht, man, boah, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Das sieht wirklich einfach nur geil aus. Nochmal ganz kurz gucken, ob man die Uhr hier hört. Beziehungsweise das Ticken. Tatsächlich ja. Aber komischerweise nur hier. Ist das die Zeit, die uns davonläuft? Huch.
cool. Hat auch ein bisschen was Gruseliges, wenn du mich fragst. Na gut, vielleicht werden wir das ja früher oder später nochmal brauchen, wenn wir hierher kommen. Schauen wir mal. Was gibt's hier? Eigentlich nicht mehr so viel. Alles klar. Na gut, dann gucken wir uns mal ganz kurz um, wo wir denn jetzt eigentlich sind. Da ist das Kloster und wir müssen dem gelben Pfad jetzt folgen. Das machen wir gleich mal. Das heißt, hier nach unten, Ubuku, 1,2 Kilometer sind wir gerade schon rumspaziert. It should be less than a mile from here. There shouldn't be any surprises now. Und jetzt geht's Richtung Lucky Leaf, 1,2 Kilometer. In diese Richtung, den gelben Pfad nämlich folgen. Gelb und blau, beide Pfade führen hier lang. Was haben wir denn hier für Statuen? Von Kriegern? Von Wikingern? Hm, passen ja nicht unbedingt ins Setting hier. Huch. Gelb und blau. Und da ist so ein Totem da drüben, guck mal. So, der blaue Pfad wird hier entlang führen. Das heißt, hier trennen sich die Wege. Und der gelbe Pfad würde da drüben lang führen. Na gut, komm mal, das Totem können wir uns ja ruhig mal anschauen, oder? Da hinten ist auch noch irgendwie eine Ruine von irgendetwas. Ich würde sagen, das Totem schauen wir uns mal kurz an und dann gehen wir aber wieder unserem Pfad entlang, denn den hier werden wir definitiv früher oder später sowieso wieder abgehen. Boah, cool sieht das aus. Ich weiß nicht, ob es das auch in der Realität gibt. Aber das sieht ja wirklich geil aus. Ein uraltes Totem hier. Cool. Was man hier so alles entdecken kann in diesem Wald. Nice, nice, nice. Und natürlich nicht nur Dinge, die es auch in der Realität gibt, sondern eben auch irrsinnig viele Sammelobjekte, die es hier gibt. Und zwar alleine in diesem Kapitel 20 Stück. Und das nächste Sammelobjekt, das schnappen wir uns jetzt gleich mal. Das ist nämlich genau hier unten. Und zwar das hier. Neues Sammelobjekt gefunden. Und das ist, von, warte mal, hier müssen wir rein, von, wo haben wir es? Von den Pfadfindern. Ein Abzeichen, nämlich von den Wölflingen diesmal. Das ist das Abzeichen. Möglicherweise hat das ja was zu tun mit der Ruine, die wir da hinten gerade gesehen haben. Und auch hier sieht man, es gibt insgesamt 25 Abzeichen, die wir finden können. Knappen, Schäfer, Wölflinge, Adler und Sprösslinge. Also es gibt hier Sachen zu finden ohne Ende, liebe Freunde. Holla die Waldfee. Na gut, aber sonst gibt es da unten in der Brücke nichts zu finden. Diese Blumen, die sind alle so pflückbar aus, wenn du mich fragst. Aber irgendwann mal werden wir ja noch die Alchemie kennenlernen. Wir haben die Werkbank mittlerweile doch schon ganz gut im Griff mit den verschiedenen Werkzeugen, die wir haben und so weiter und so fort. Aber irgendwann mal werden wir auch noch die Alchemie kennenlernen. Das heißt, vielleicht können wir dann ja ein paar Blümchen pflücken und mit denen irgendwas zusammenbrauen oder sowas. Und hier werden wir vermutlich früher oder später auch mal rüberkommen. Oder vielleicht von der anderen Seite kommen. Denn das hier sieht mir definitiv auch wie eine kleine Brücke aus, mit natürlich wieder den roten Bändchen hier geschmückt. Also ich bin schon gespannt, was wir da noch alles so rausfinden werden im Laufe des Spiels. So, gucken wir mal, gehen wir mal hier nach unten. Ich glaube, das ist der richtige Weg, der gelbe Weg. Der gelbe Pfad, genau, da ist die Quelle von St. Gorazda. Irgendwo da drüben. Mal schauen, ob wir die sehen werden. Und ich glaube, das ist die Brücke, über die wir müssen. Die ist gelb markiert. Und auch hier finden wir wieder so eine komische Anomalie, wo wir immer noch nicht wissen, wie wir mit denen klarkommen. Wie wir die irgendwie extrahieren können, wie wir die irgendwie umformen können, ob uns das eine Botschaft übermitteln will oder ob uns das einfach nur abhalten will, hier weiterzugehen. Es ist definitiv nicht die erste, die wir sehen. Again with this crap. I can't cross the bridge like this. I better pull back, or I'll fall down. Oder möglicherweise brauchen wir genau hierfür die Alchemie. If I'm still fit enough to climb. Vielleicht brauchen wir genau hierfür die Alchemie, damit wir unsere Psyche so verändern, dass uns dieses Ding da vorne keinen Schaden mehr machen kann. Und dann können wir durchspazieren. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist da schon, man sieht's, ein Baum einmal abgestürzt in die Gruft. Der andere Ast liegt hier. Mich wundert, dass die Brücke noch steht. Anscheinend sehr stabil gebaut, aber das ist definitiv der gelbe Pfad. Nochmal mit einem Fragezeichen markiert, genauso wie hier. Da kommen wir auch nicht weiter, da gibt es kein Weiterkommen, da gibt es kein Weiterkommen, da gibt es kein Weiterkommen. Na, herzlichen Glückwunsch, da hat sich ja viel verändert seit früher.
Wir kennen den Wald ja wie unsere Westentasche, aber da hat sich definitiv einiges verändert. So, da hinten, man sieht es auch schon in der Ferne, ist übrigens das nächste Papierchen, das wir mitnehmen können. Von einem weiteren Bonbon. Schnappen wir uns natürlich gleich mal. Übrigens immer wieder die gleichen Rosinen. Wenn ich den erwische, der hier so viel Dreck hinterlassen hat, was ist hier los? Ist irgendwas ausgeräumt? Ich glaube, das ist eher ein Grafikbug. Boah, aber wie wunderschön das hier aussieht. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. So, warte mal. Hier geht's, glaube ich, weiter. Beziehungsweise irgendwie hier nach unten. Denn ich vermute mal, wir müssen zur Quelle. Zu der Quelle, die wir eigentlich eh schon kennen. Die Quelle von St. Goratzka. Oder Gorazda. Das ist wohl unser nächstes Ziel. Ah. Und jetzt lernen wir die Kletterfähigkeit kennen. Na, guck mal eine an. Neuen Standort entdeckt, Quelle von St. Goratz. Cool. Einmal Hände waschen, das muss sein. Wir schauen ja sowieso aus wie... Bleh. So, jetzt wieder alles sauber und vielleicht nochmal einen kräftigen Schluck hier trinken von dem guten Quellwasser. Mmh, ist sogar ein Becher da direkt daneben, dass man sich was einschenken kann, wenn man möchte. Und natürlich auch, nicht vergessen, für alle diejenigen, die hier möglicherweise mal im Real Life hingehen wollen... Es gibt auch einen QR-Code, aber erstmal lernen wir anscheinend das Klettern kennen. Let's see if I can still do this. So, na guck mal, du kannst anfangen zu klettern, indem du mit dem ersten erreichbaren Vorsprung an der Wand interagierst. Alles klar? Du solltest dir deine Kletterroute im Vorfeld möglichst gut anschauen, denn nicht alle Wege führen ans Ziel. Manche Vorsprünge sind breit genug, um die Hand für deinen nächsten Griff zu wechseln. Interagiere dazu einfach nochmal mit dem aktuellen Vorsprung. Das obere Ende der Wand ist durch eine markierte Kante gekennzeichnet. Alles klar, ziemlich selbsterklärend. Ich denke mal, das ist Learning by Doing. Wir müssen es mal probieren, um herauszufinden, wie wir das genau machen werden. Aber erstmal der QR-Code. Den haben wir gesammelt, alles klar. Und dann gucken wir mal den Weg im Vorhinein planen. Na gut, hier nach oben ist easy. Und dann müssen wir uns auf der rechten Seite halten, denn links geht's nicht weiter. Rechts halten und irgendwie nach oben. Alles klar. Genau. Hierhin. Hierhin. Ha, na bitte sehr. Easy. Das haben wir voll drauf. Hey, who are you? Wait. I just want to ask if... Damn. She could know something about Stella. Hm... Und anscheinend sind wir mal wieder nicht alleine unterwegs in diesem Wäldchen hier. Interessant, interessant, interessant. Das Mädchen ist in diese Richtung gelaufen. Und was ist das hier? Finden wir da hinten einen Schatz? Hm. Looks like someone left instructions here. If I find that spot, I could get some supplies. Nice to see people being nice to each other for a change. Na, gucken wir mal. Lagerfeuer, Baum... Gelb bewachsene Felsen und ab in die Höhle. D plus T ist gleich Herz. Hm. Na gucken wir mal. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob wir hier lang gehen sollten oder vielleicht eher doch nach unten. Looks like perfect Torchwood. Können wir das mitnehmen? Leider nicht. Na, vielleicht haben ja die hier ein Lagerfeuer gemacht. Vielleicht ist ja das die Wanderin mit den Backsteinen, die wir von der wir gelesen haben. Die ja die Backsteine beim Kloster hat liegen lassen. Und ich habe das Gefühl, es wird schon wieder langsam dunkel. Ich glaube, es wird schon wieder langsam dunkel hier. So, da hinten gibt es wohl nichts. Aber hier möglicherweise? Japp, hier oben. Cool. Ah, Werkbank verwenden. Alles klar. This would make a great torch. Gut, ich glaube, da hätten wir den Hammer gar nicht gebraucht. Und was haben wir hier noch? Hopefully they're still dry. Mm. Ein paar Streichhölzer. It's highly flammable. Und Alkohol. Na, guck mal einer an. Got everything I need from here. Und natürlich was zum Lesen. Neues Dokument entdeckt, die Legende von Schloss Wyckoff. Glückwunsch, Grizzly. Du hast mein Versteck gefunden, also überlasse ich dir mein Lagerfeuerset. Nächstes Mal mache ich es dir aber nicht so leicht.
Übrigens habe ich hier eine Legende über Schloss Wickow für dich. Es war einmal ein König mit einer wunderschönen Tochter. Sie lebten gemeinsam in einem kleinen Schloss gleich auf dem Hügel. Die Tochter war sehr verschwenderisch und eitel. Eines Tages schlug ein Blitz aus heiterem Himmel in das Schloss ein und riss sie mitsamt dem Schloss hernieder. Einmal alle 100 Jahre kriecht sie an die Oberfläche und sucht nach einem möglichen Ehemann. Nur ein guter und treuer Mann kann sie mit seiner reinen Liebe retten. Lustigerweise habe ich gestern Nacht tatsächlich eine Frau singen hören. Ich habe mich allerdings nicht getraut, der Sache nachzugehen. Ich will schließlich nicht als unfreiwilliger Ehemann enden. Schreibt D. Eine Frau, die einmal im Jahrhundert, oder einmal im Jahr, wie? Einmal im Jahrhundert? Alle 100 Jahre, also einmal im Jahrhundert, kriecht sie an die Oberfläche und fängt an zu singen. Und er war tatsächlich genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Was haben wir da? I need something sharper. Ein Messer. This could do the trick. Na bitte sehr, siehst du, wie, was wir alles drauf haben hier? Geil! Nice! Dann könnten wir die vielleicht anzünden später, wenn wir es brauchen. So, aber hier gibt's wohl nichts mehr, oder? Warte mal. Nee. Das war's. Gegenstand in der Welt, das war alles, was wir kriegen können. Super! Na siehst du, hat sich schon mal gelohnt, sich hier ein bisschen umzuschauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann versuchen wir mal dieser mysteriösen Frau zu folgen. Ich habe ja keine Ahnung, wer das war. Möglicherweise ja die Dame, die uns hier verführen möchte, die uns hier heiraten möchte. Möglicherweise auch die Dame mit den Backsteinen im Rucksack. Möglicherweise irgendjemand ganz Fremdes, den wir noch gar nicht kennen. Und hier ist sie reingelaufen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, und das sind die Spinnen, von denen wir gerade eben gelesen haben, die hochgiftigen Spinnen. Oh je. Wir brauchen hier definitiv was, um erstmal was herzustellen. Oh je. Aber was denn? Wir brauchen irgendein Holzstück. Gibt's da vorne vielleicht noch was? Wo wir uns irgendwie eine Fackel oder sowas herstellen könnten zum Beispiel. Hier blöderweise nicht. Da sind noch ein paar Hölzer, mit denen können wir anscheinend auch nichts anfangen. Okay, weißt du was, wir gehen mal ganz kurz in die Höhle hinein, aber ich habe das Gefühl, das wird für uns nicht gut enden. Denn wir haben in der letzten Folge beim Kloster gesehen, das sind diese hochgiftigen Spinnen. Und das sind die tatsächlich. Oh Gott, und ich hasse ja Spinnen. Liebe Freunde, ich hasse Spinnen. Wir müssen die irgendwie abfackeln, genau wie wir sie in Metro Exodus machen, aber ein Feuerzeug, ein stinknormales haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr. Aber was? Ein Holzstück? Ah, jetzt können wir es doch nehmen, siehst du? Genau deswegen bin ich nämlich nochmal zurückgegangen. Let's burn these little suckers. Weil ich mir gedacht habe, das könnte ja doch was werden. So. Und jetzt sollten wir das vielleicht da drum rumwickeln. Das schaut gut aus. Anzünden. The cloth's too wet to catch fire. Jetzt ist zwar noch nasser, aber okay. Und jetzt anzünden. Now we're talking. Let's see who's the boss. Fackel schwenken. Na bitte sehr. So, Freunde. Burn, you little assholes. Nieder mit euch. Normalerweise mache ich das immer ungern. Aber ganz ehrlich, ich bin kein Spinnenfreund. Die sind zwar nützlich, aber ich bin absolut kein Spinnenfreund. Glaubst du, bekommen wir eine Errungenschaft, wenn wir alle treffen? Ich meine, die können uns eigentlich nur Schaden zufügen. Das sind nämlich diese hochgiftigen Spinnen. Ach du Scheiße, was haben wir denn da drin? Was ist das denn? How could she have squeezed through here, especially with all the spiders around? Das ist eine sehr gute Frage, mein Freund. Wie hat sie es hier durchgeschafft? Oder war das vielleicht eine von vielen Halluzinationen? Was ist das denn? Haben die da ein Lamm da drin? Tatsächlich. What the fuck?
Ach du Scheiße. Und ich habe keine Ahnung, was mit diesem Lamm da passiert und mit dieser Ziege und mit dem Schaf oder was auch immer das sein mag. Aber das ist definitiv alles andere als schön. Okay, völlig egal, wo wir uns hindrehen, das wird uns immer wieder attackieren. Eieieiei, und da ist nur noch der Vorderteil übrig. There's no way they get hunted by themselves. I have to be really careful. If one of these falls on me, I'm gone. Aber wer legt das denn hier drin hin, sag mal? Füttert die irgendjemand? So, alles niederfackeln hier. Da fackel ich nicht lang drum rum. Hallo. Gut, das geht wohl nicht. Ja, Freunde. Oh Gott. Und was ist das denn bitteschön, was denn aus diesen Dingern dann aufplatzt? Das ist ja sowas von ekelhaft. Okay, dann müssen wir erstmal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Hier wohl nicht lang. Ich mach die Höhle clear, definitiv. Zumindest das, was wir machen können. Alles geht eh nicht weg, leider Gottes. Ich würde natürlich gerne jeden einzelnen Faden, jede einzelne Spinnenweber hier demolieren. Aber es geht nicht alles. Aber wer hängt denn diese Dinger da hinten rein, bitteschön? Wer fängt denn die und hängt die dann hier hin, dass die Spinnen ein Spinnennetz drumherum machen können und sich davon dann nähen oder drin nisten können? Da ist nochmal eins. Guck mal, das fällt auf den Boden und zerplatzt dann in zwei Teile. Alter Falter. Und ich habe keine Ahnung, was da aus denen rauskommt. Es ist auf jeden Fall saumäßig eklig. Boah, wie viele Netze die hier haben. Okay, das funktioniert nicht. Darunter kommen wir auch nicht. Boah. Oh! Ach du Scheiße! What on earth was that? Oh Gott! Oh Gott! Ich will nicht! Bitte nicht! Ich mag keine Spinnen! Nein! Boah, hat er aber hingeschissen? In der Scheiße von den Spinnen! Was war das für ein Monstrum gerade? Ich will nicht! Ich habe mich entschieden, wir rufen doch die Polizei. Ich glaube, wir rufen doch die Polizei. Ich glaube, die schafft das ein bisschen besser als wir. Lass mal vielleicht doch lieber die Polizei rufen. Ich denke, die sollte sich der Sache annehmen. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Ach du Kacke. Und überall ist die Scheiße an den Wänden hier. Ach meine Güte, ich hasse Spinnen. Ich hasse schon die kleinen Spinnen und dann laufen dann hier auch noch irrsinnig große rum. Oh Gott. Bah, das nächste Ding. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die Riesenspinne, dieses Lamm oder diese Ziege oder Schaf oder was auch immer, dass die das da oben jagen kann. Dass da kein Mensch kommt und das den da unten bringt, als Futter quasi, damit die überleben. Na, da wundert es mich nicht, dass die sich hier so ausgeprägt haben. Ganz ehrlich, wenn da solche Mutantenviecher rumlaufen, kein Wunder, dass die normalerweise hier nicht heimisch sind, aber komischerweise hier doch ein Zuhause gefunden haben. So, ich nehme mal weg hier. Bleh. Bleh. Oh Gott, ich hoffe, wir sehen dieses Vieh nie wieder. Hier müssen wir weitergehen. Alter Falter, ich sitze hier wirklich mal gerade mit Gänsehaut.
Ja, Spinnen. Achtung, Spinnengefahr. Wirklich, gibt's hier Spinnen? Das wäre mir neu. Aha, hier geht's aber auch noch rein. Oder müssen wir hier durch? Da vorne hängt das nächste Ding. Na gut, wir gehen erstmal überall dort lang, wo nichts hängt. Aber da enden wir hier. Da können wir nur wieder alles anzünden, was hier noch so rumhängt. Das mache ich liebend gern. Aber das wird uns nicht weiterbringen. Na gut, dann gehen wir mal hier durch. Mal gucken, ob wir da fündig werden. Alter Falter, ich hoffe, dass wir die nie wiedersehen. Und wer auch immer diese Person war, die da weggelaufen ist vor uns. Das muss eine Halluzination gewesen sein, denn die kann hier hundertprozentig nicht einfach so durchspaziert sein. Das funktioniert nicht. Was ist das hier? Ein Brunnen, aus dem Wasser geholt wird und links und rechts werden die Blumen gegossen damit. Ah, Papierchen. Ist das der Brunnen oder wie? Oh Gott, wo ist denn dieses Mutantenviech hingelaufen? Ich meine nicht, dass ich es jetzt suchen möchte, aber Hauptsache es ist woanders als wir. Das ist ja größer als ich selbst. Ich will nicht. Na, immerhin das haben wir gefunden, Gott sei Dank. Eieieiei, Freunde, ich habe hier gerade sowas von Schiss. Und wie kann sich dieses Ding denn überhaupt hier bewegen, wenn da überall der Stacheldraht hängt? Weg. Man kann dem gut ausweichen. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wer da drin nistet. Möglicherweise auch irgendwie kleine Spinnen oder sowas, die sich dort ein Nest gebaut haben. Das kann natürlich alles sein. Oh. Und mittendrin ein kleines Mädchen umgeben von irgendwelchen gruseligen Menschen mit einem Auge. Ah, wenn das, wenn das wohl nicht unsere Tochter ist. So, ich zünd hier alles an, ganz ehrlich. Können wir nicht nachher der Polizei sagen oder dem Militär sagen, sie sollen das hier niederbomben? Scheiß auf den Wanderweg, Hauptsache die Spinnen sind weg. Oh Gott, und für uns geht's anscheinend hier noch weiter in die Tiefe. Nach unten sehen? Lieber nicht. Liebe Freunde, ich würde mal sagen, das verschieben wir lieber auf die nächste Folge, denn da wird's, glaube ich, richtig gruselig und für mich richtig ekelig. Ich fürchte mich jetzt schon. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Runde von Let's Play Someday You'll Return und ich hoffe, dass wir auch nochmal returnen werden an die Oberfläche. Nicht, dass wir dann zum Schluss auch noch in so einem Spinnennetz hier hängen, wie die, was wollte ich jetzt gerade sagen? Kamel? Wie komme ich jetzt auf das? Naja, ganz ehrlich, diese Riesenspinne, die holt sich ein Kamel hier in die Höhle. Das geht auch. Aber wie die Ziegen oder Schafe oder was auch immer das da oben ist. Ach du Scheiße. Ich möchte nicht so enden wie die. Ich hoffe, wir werden diesem Mutantenvieh nie begegnen. Oh je, Mini, ich fürchte mich. Ach du Scheiße. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Und ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Bis dahin, danke fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss.